Ich soll mich unverzüglich in Filchs Büro melden. Das tue ich. Armes Kätzchen. Armes Kätzchen, bist du krank, dass du nicht mehr laufen kannst. Tag. Ja, hängen die mich an den Fesseln auf. Ich war böse. Also eigentlich war es Mirola. Mirola ist auch der Maler von Hofgratz. Der muss ganz dringend ja, aufgehängt werden. Um er aufzuhalten, aber das ist ein anderes Thema. Och, Mrs. Norris. Wie können Sie jetzt wagen, einem so niedlichen, unschuldigen Geschöpf wie Mrs. Norris einen dermaßen grausamen Streich zu spielen? Mr. Filch. Die nächsten Worte aus Ihrem Mund werden hoffentlich eine Entschuldigung sein, Mr. Bailey. Ich weiß aber nicht. Es tut mir leid, Mr. Filch. Nicht an mich, an Mrs. Norris! Oh, tut mir leid, Mrs. Norris. Ja. Meine ärmste Mrs. Norris. Ich sollte sie an den Fußgelenken im Kerker aufhängen. Ja, auf jeden Fall. Moment, ich kann sie auch zurückverwandeln. Auch wenn ich nicht der Schuldige war. Wobei, wenn man einen Zauber verwendet, den Mirola zuvor verwendet hat, wird daraus meistens ein Nudelmuff. Also, ich muss vorsichtig sein. Kolovaria. Aber jetzt nicht in einen Nudelmuff verwandeln. Oh, sie ist wieder normal. Ach, guck mal, wie gut es ihr geht. Sehen Sie, alles ganz harmlos. Nun, das ist Ansichtssache. Und Ihre Ansicht ist falsch. Warum haben Sie einem so wunderbaren Geschöpf wie Mrs. Norris so etwas angetan? Ich war das nicht. Ich wollte Ihre Aufmerksamkeit erregen, Mr. Filch. Und Sie hielten es für eine gute Lösung, die unschuldige Miss Norris zu quälen? Nein, ich habe von Anfang an gesagt, dass das keine gute Lösung ist. Ja. In der Tat, Mrs. Norris. Es tut mir wirklich leid, Mr. Filch und Mrs. Norris. Aber ich hatte wirklich gehofft, mit Ihnen über den Valentinstagsball reden zu können, Mr. Filch. Warum? Hat Madame Pimpf irgendetwas gesagt? Ist sie unzufrieden damit, wie ich die Stühle gestapelt habe? Nicht ganz, aber es ist Ihnen wirklich wichtig, was Sie denkt, oder nicht? Nein! Ich helfe nur, den Ball vorzubereiten, weil Madame Pimpf auch so schon jede Menge zu tun hat. Nun, das ist nett von Ihnen, Mr. Filch. Ich würde es nicht nett nennen, vielleicht angemessen. Immerhin bin ich der Hausmeister. Sie wären also nicht daran interessiert, Madame Pimpf noch etwas mehr zu helfen, wenn sie Hilfe bräuchte. Das habe ich auch nicht gesagt, nein! Ich weiß nämlich zufällig, dass Madame Pimpf noch etwas mehr Hilfe braucht. Jemandem, mit dem sie ihre Ideen besprechen und eng zusammenarbeiten kann. Ach, wirklich? Ich dachte mir, dass Sie vielleicht derjenige sein möchten, der mit ihr über den Ball spricht. Was? Nein! Wie soll ich ihr denn helfen? Ich verstehe nichts davon, Tanzabende zu planen. Und ich möchte Sie nicht enttäuschen, falls der Ball nicht nach Ihren Vorstellungen verläuft. Ich weiß aber zufällig von einigen Dingen, die sich Madame Pimpf für den Valentinstagsball wünscht. Sagst du jetzt die Dinge, die Madame Pimpf gesagt hat, oder sagst du jetzt die Dinge, die du haben willst? Du egoistischer und arroganter Cody aus dieser Quest. Wirklich? Das könnte hilfreich sein für unser nächstes Planungstreffen. Ganz sicher. Soll ich Ihnen helfen, sich auf das Treffen vorzubereiten? Als Wiedergutmachung dafür, dass ich Miss Norris rosa gefärbt habe, auch wenn ich das eigentlich gar nicht war? An den Fußgelenken aufhängen wäre mir lieber, aber... Na schön, Sie können mir helfen, mich auf mein Treffen mit meinem Pimpf vorzubereiten. Aber keine faulen Tricks. Okay. Dehnen wir uns mal. Ja, Mrs. Norris, mach mal ein paar Dehnübungen, das ist ganz wichtig. Meinem Pimpf mag Klaviermusik, aber mehr Instrumente würden bestimmt raffinierter klingen. Ah, oh, der ist so hinterhältig. Der sagt jetzt das, was Madame Pimpf will und fügt Add-ons dazu, sodass dann doch das wird, was er will. Madame Pimpf hat es verdient, dass ihre Wünsche in Erfüllung. Genau ihre Wünsche und nicht deine, Cody. Du egoistischer... Mann. Madame Pimpf möchte, dass der Valentinstagsball anspruchsvoll und auf keinen Fall langweilig wird. Das hat sie so nicht gesagt. Eine Dame wäre meinem Pimpf weiß, was gut für die Schüler ist. Ganz genau, und ich würde echt gerne sehen, was für ein Ball sie hat. Die Blumen sollten üppig, aber nicht kitschig sein. Einfach genau richtig. Nein, ich hatte gesagt, keine Blumen. Und ich will wissen, wie ihr Ball aussieht und nicht deiner, Cody. Blödmann. Das ist hoffentlich nicht schon wieder ein Streich.
Na, kann man das einen Streich nennen, was Cory hier abzieht? Die Snacks sollten ausgefallen, aber elegant sein. Und was machst du, Miss Norris? Ach, sie sieht zufriedener aus, jetzt wo sie nicht mehr rosa ist. Okay. Madam Pitts möchte also anspruchsvolle Snacks, kultivierte Musik und elegante Blumen. Ja, und sie möchte, dass ich dich jetzt amüsieren. Aber es ist wichtig, dass alle Altersstufen Spaß daran haben. Ich glaube, sie braucht einfach nur jemanden in ihrem Alter, den sie respektiert und der ihre Wünsche teilt. Vielleicht könnten Sie ja sagen, dass Ihnen diese Dinge auch gefallen. Oh, du bist so hinterhältig, Gaudi. Du bist so hinterhältig. Aber ich mag diese Dinge überhaupt nicht. Sind Sie sicher, Mr. Filch? Denn Madame Pince mag sie ganz bestimmt. Ich glaube sogar, dass sie sich wünscht, dass dieser Abend etwas ganz Besonderes und Romantisches für alle Gäste wird. Aber sie hat Angst davor, dass die Leute, die keinen Partner in ihrem Leben haben, weniger Freude daran finden. Also, wenn du es so sagst, eine so wunderbare Frau wie Madame Pince soll auf keinen Fall das Gefühl haben, dass ihre Wünsche für den Ball nicht in Erfüllung gehen. Und ich schätze, diese Dinge passen wirklich zu einem solchen Ball. Ich glaube in der Tat, dass Sie die perfekte Person sind, um Madame Pince dabei zu helfen, ihren Traum zu verwirklichen. Na schön, ich werde mit ihr über diese Ideen sprechen. Vielleicht bei uns am nächsten Treffen. Hervorragend. Sie wird sich bestimmt bestätigt fühlen. Ach, und noch eine Sache. Madame Pince wünscht sich scheinbar, dass dieser Abend ein Ball wie aus einem romantischen Bilderbuchmärchen wird. Vielleicht könnten Sie sich also für das Treffen entsprechend kleiden, um mir zu zeigen, dass Sie sich Ihre Vision wirklich verstanden haben. Entsprechend kleiden? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wie ich das anstellen soll. Ich bin nicht magisch begabt, so wie Madame Pince. Ich bin doch nur ein Squib. Madame Pince mag Sie bestimmt genauso, wie Sie sind, Mr. Filch. Zauber oder nicht. Aber wenn Sie sich damit besser fühlen, kenne ich jemanden, der Ihnen gerne mit einer Beratung für Styling hilft. Mit einer was? Auf keinen Fall! Kinder und ihre neumodischen Ideen. Es ist immer eine gute Idee, schick auszusehen. Sie werden sich besser fühlen, wenn sie sich etwas herausputzen. Und Madame Pince wird es auch gefallen. Nun, dann machen Sie es kurz. Ich habe noch andere Pflichten. Ausgezeichnet. Ich werde Ihnen gleich André Eckru, den Style-Zauberer, vorstellen. Den kennt er schon. Er ist ja der Hausmeister, Cody. Ja. Wir waren in Phils Büro. Und jetzt können wir direkt zu André gehen. Gut.